Er sagt, ich werde meine Kinder zum Jugendamt bringen und dann werde ich dich umbringen und so. Habe ich gehört. Und das hat er immer gesagt. Und dann ist die Polizei gekommen am nächsten Tag, glaube ich. Dann hat die Frau Polizistin mit meiner Mutter gesprochen. Und mit meinem Vater hat der Mann Polizist gesprochen. Und mein Vater hat die ganze Zeit gesagt, ich werde meine Kinder Jugendamt bringen und meine Frau umbringen. Diese Kinder haben den Mut zu erzählen, was sie zu Hause erlebt haben und wie es ihnen dabei ergangen ist. Das können sie, weil sie bei der Sozial- und Traumapädagogin Ulrike Lein einen geschützten Raum haben, in dem sie sich sicher fühlen. Sie hilft Kindern, die häusliche Gewalt miterleben.